Ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Super Mario Bros. Wonder. So sieht es aus. Wir hatten das letzte Mal dieses Level hier erfolgreich gemacht und gehen nun weiter Richtung Welt 2, Welksengebirge und schauen uns ja mal an, was uns hier erwartet. Hehe, diese tolle Aussicht gehört ganz allein mir. Noch zumindest. Und damit willkommen in Welt 2. So sind wir im Welksengebirge angekommen. Am Gipfel sollte es einen Königssamen geben. Brr, das wird keine einfache Reise für mich. Mir wird doch so schnell kalt. Ach ja, nicht vergessen, dass du dich jederzeit orientieren kannst, indem du L drückst. Jetzt aber los. Bin ich dann mal sehr gespannt. Ah, da kommt ein richtig so gleich die Weihnachtsstimmung hoch, wenn man hier das so hört. Und die schönen weihnachtlichen Schneelevel hat. Oh mein Gott. Nintendo und Weihnachten ist halt, wie ich finde, auch so eine spezielle Sache. Werden wir gleich nochmal drüber reden. Es ist so unfassbar kalt. Also sieht's aus. Ja. Der Unruhestifter. Aber wir kommen wieder, natürlich. Erstmal, die lernen auch kennen, welche Farbe die Wundersamen im jeweiligen Land haben. Und hier sind die hellblau oder schneeblau, sei so ein helles, so dunkelblau mit Schnee gemischt, wird dann so hellblau. Das ist irgendwie die Konsistenz, die wir halt einfach haben, mit der Masse zu tun haben. Das ist doch super. Online-Spiel können bei der Valley Leute mit der Datei nicht, weil es gefragt wurde, weil das nun mal eine Spay-Datei ist. Mit der anderen Datei kann man online spielen, das habe ich ein bisschen blöd gemacht. Was ist es halt? Zur Rutschparty im Palatztal. Let's go da rein, da rein, da. Ich würde hier aber fast mal sagen, dass man das, wobei ich bin noch groß, dann nehmen wir, ach komm, lassen wir das einfach dabei, das passt. Und das Item finde ich ganz cool. Let's go. So, hier muss gerutzt werden. Ich bin gespannt. Ah, und hier kommt richtig schön wieder die Weihnachtsstimmung hervor. Das ist viel zu wild. Das sind alles coole Blöcke, die einem hier halt weiterhelfen, was ich durchaus sehr sinnvoll finde, wenn man überlegt, wie krass das hier, ja, rutzig wird, oder wie schnell es rutzig werden kann. Aber da hilft uns die Feuerblume, weil die kann nämlich sowas super aufhalten, nicht. Doch, kann sie. War gerade so ein bisschen verwirrt darüber. Aber ich glaube, man braucht einige Treffer, damit das geht. Das hier liegt, weil die kamen alle jetzt erst hier dazu. Ich find's wild. Und ich find's auch durchaus sinnvoll und legitim, solche Abseisen zu benutzen, wie gesagt. Und ich sehe das auch nicht als Cheating an, weil die gehören aus dem regulären Spiel dazu. Das sind jetzt kein Hilfsitem in dem Sinne. Das ist einfach halt nur ein Abseisen, was halt auswählt. Man muss immer eins auswählen. Ich finde das halt solchen Level ganz sinnvoll, weil was bringt dir hier in so ein Delfin-Item? Gar nichts, ne? So, hier müssen wir ganz hoch springen. So, das war es ab, bis das nächste kommt, damit es dann hier drauf springen kann und dann hier drauf, jawohl. Weil das ist alles sehr wichtig, nicht mal das Einsammeln. Ah, da kommen die also her. Und dann tritt das Ding die weg. Das heißt ja mal, das Ding einfach töten. Was die herstellt. Bleiben die einfach stehen. Sehr interessant. Die werden auch keine neuen nachgemacht. Außer wenn ich das Ding jetzt mit Feuer mache und das dann quasi kaputt geht, da wird ein neues nachproduziert werden. Das ist mal cooler Eiswürfel. Von man konnte mit so Eiswürfel produzieren, so für den Sommer. Das wäre ja mal mega cool. Würde ich fühlen, das alles. So, was gibt's hier? Ich dachte ein Item oder sowas cool. Schade. Ja, ich bin auch ganz zuversichtlich, das ist das Saf. So. Ja, nee, also ich weiß nicht, so Nintendo und Weihnachten, das hat einfach, finde ich, was super zusammenpasst. Und das muss ich mal ein bisschen in dem Part einfach thematisieren, so, weil es das hier ganz wichtig halt, ich finde Nintendo und Weihnachten, das ist halt echt wirklich was sautolles, was zusammenpasst, was besonders ist, ne. Aua. Ja, dafür habe ich jetzt meine so eine Blume ins Sand gesetzt. Weil Nintendo und Weihnachten, wirklich, das ist,
Weil ich, wie oft ich früher so Nintendo-Spiele zu Weihnachten bekommen habe, mich einfach wie so einen Hund gefreut habe. Weil es einfach so eine billige Süste war. Out. Also wirklich, das ist, nein, das ist eine Datei, haut ab, bevor ich da bin. Weil ich jetzt halt so. Aber es ist wirklich, es ist halt wirklich wahr, ne? Nintendo und Weihnachten, das passt so gut zusammen, so, dann bekommt man irgendwas so. Nintendo sagst du Weihnachten geschenkt und freilich so wie so ein backendes Eis. Ich weiß noch, wie ich damals bei einem User Weihnachten bekommen habe. Das war das krasseste. Oder eins der krassesten Weihnachtsgeschichten, an die ich mich noch so erinnern kann, die ich halt damals bekommen habe und so unnötig, dass sie runtergefahren bin. Wieso ist im Minecraft das passiert? Es war halt wirklich einfach literally unnötig. So. Also jedenfalls, das war halt richtig, richtig wild. Bleibt einfach jetzt hier drauf, die können mich mal. Zumindest bis hier. Und jetzt geht es einfach hier oben lang. Ist das eh wieder woanders? Wird die aber schon geholt? Ich glaube, das ist wieder an einer anderen Stelle, lol. Ja, ist auf jeden Fall. Ja, ist wieder ist an einer anderen Stelle. Auf jeden Fall ist es hart wild. So. Aber dann weiß ich noch, wie ich damals die Video gesagt bekommen habe. Das war jetzt so ein echt krasser, magischer Moment einfach. Wie ich damals meine Wii U aufgemacht habe. Ne? Und da dann Mario Kart und die ganzen Spiele drin. Mario Kart und das war noch. Das waren so die ersten Spiele, die ich damals hatte. Vor allem Mario Kart 8 auf der Wii U. Und oh mein Gott, war das ein Hit. Ja, und 3DS, damals dann ist Weihnachten bekommen. Das war auch so wild, wie ich sie bekommen habe. Und ich finde, Nintendo verbindet. Ist es, wenn ich verbinde es einfach mit Weihnachten, noch heutzutage noch so. Dann ist einfach mal random ein Nintendo-Spiel unter Weihnachtsbaum, was echt super ist, weil man es einfach spielen kann. Und das einfach was echt Cooles ist. Ja? Und ich meine, so daran erinnert mich immer hier da so ein bisschen und ich finde das super, ich finde es toll. So. Und dieses Item ist wirklich super, weil es gibt einen hier auch wieder schon so, dann hört es auch alles schon so schön weihnachtlich an. Oh mein Gott. Ich weiß, ich find die Level einfach so schön gemacht. Und da kommt wirklich so die Weihnachtsstimmung hoch. Also, ja, es schneit. Das ist wirklich so toll. Wie gesagt, die Terminal Weihnachten, das hat so dermaßen einen eigenen Charme. Das ist wirklich Wahnsinn. Dann hat ja auch der View immer die, oh mein Gott, den Powerstern. Jetzt sind wir wieder richtig LSD. Aber was mache ich jetzt damit, ist die Frage, ne? Irgendwie habe ich es jetzt ziemlich verkackt. Ich hätte einen Stern cool und sinnvoll einsetzen können. Aber wieso? Ja, auf einmal geht's hier nach oben. Ja, klar, ne? Ah, cool, jetzt haben wir Elefant. Es ist viel zu wild, ich sag's erst, wie es ist. Out. Oh Gott, das hätte ich kurzzeitig vergessen, dass ich nicht unverwundbar bin, lol. Kannst du mal passieren? Boah, das war knapp. Also, wer passiert, wenn man sowas vergisst, ne? So, keine Ahnung, was hier jetzt. Out. Funst. Genau, auf sowas hätte man warten müssen. Hätte es wissen müssen, dass man auf sowas warten muss. Aber wo ist das? Geht's wieder los mit dem ganzen LSD-Modus. Oh, jetzt kommt ein Schneesturm. Ja, es hätte noch mehr Bumm geben können, wie ich finde. Also wirklich so, dann habe ich dann mein View ausgepackt und ich erinnere mich wirklich bis heute noch dran, wie ich dann eingerissen habe am ersten Weihnachtsfeiertag, da gesorgt habe, ey, das war so cool. Das war so richtig cool, Mann. So, früher Beste, so, das ist das beste Geschenk, was man an Kindern so machen kann, irgendwie mit der Konsole zu Weihnachten oder sowas in die Richtung.
Da, weißt du, da freuen sie es einfach so. Das ist, sind die happy und freuen sie, das alles sind super. Weiß nicht, ob es hier weitergeht, ehrlich gesagt. Doch, Tatsache. Da geht es sogar direkt zum Ziel. Perfekt. Und hier habe ich die andere Wundersammler, glaube ich, die sich eingesammelt in dem Fall, ne? Oder genau, jetzt bekommst du eine, weil ich die andere nicht eingesammelt habe, sondern das Level so beendet habe. Irgendwie, irgendwas war da so, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, muss man schauen, ob es nachbereut, weil es eine Wundersame nicht mehr ab. Muss man, wie gesagt, einfach danach schauen, ob man die braucht. Aber fuck, diese Tannen und Weihnachten, wirklich, das war so toll. Also, ja, wird für immer an Erinnerung bleiben irgendwie. So, Weihnachten und Nintendo ist kein richtiges Weihnachten, ne? So, oh mein Gott, hier kommt ein... Oh nein, Klimmsprung und auch noch sehr schwierig. Ach du Scheiße. Das ist auch nur ein Upsizen-Test. Ich probier's. Aber das ist eine Sache, liebe Leute, ich probier's im nächsten Part. Weil wir das Upsizen als später brauchen. Ich hab Schiss davor. Aber für den Part sag ich es Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!